Und ein Moinsen, erster Stadionvlog, erster Spieltag vor der neuen Saison. Was habe ich im Vorbericht gesagt? Ich glaube, 85 Tage ist es geisteskranke Köln-Spiel her. Wir legen los mit Karawane, mit einer ausverkauften Hütte, also bis auf den Auswärtsblock und vielleicht auch bis auch 20 Tickets oder sowas. Aber nach den Maßen, auch mit Einberechnung eben von der Umbauarbeit an der Haupttribüne, ist das Ding ausverkauft. Grandioses Wetter. Und ich weiß, es ist erst erster Spieltag, aber wir haben letzte Saison gesehen, jedes Tor zählt, jeder Punkt zählt. Die Konkurrenz oder eben die voraussichtliche Konkurrenz im Abstiegskampf, wie jetzt beispielsweise Augsburg oder auch Bochum, haben schon mal Punkte liegen lassen. Das ist gut. Das heißt, du hast heute mehr oder minder nichts zu verlieren. Gehst ja auch als Underdog rein, meiner Meinung nach, oder vieler Meinung nach, gegen Leipzig. Jeder Punktgewinn wäre ein Träumchen heute. Wir gehen rein. Los geht's. Klaus Vogt und alles da oben. Ehrenhaft, Junge, so muss das auch.
Und wir sind zurück. Und ich sag's mal ganz einfach, hört doch einfach auf mich. Ich habe doch auf ein 1:1 getippt. Und jetzt mal Spaß beiseite. Das war natürlich ein optimistischer Pro-VfB-Tipp, ne? Aber von Beginn an, Einlass, müssen wir drüber reden, VfB. Das, ja, hat Potenzial noch, dieser Einlass für die Dauer, für die Kanchelkurve, wo ich meine Dauerkarte habe, so rum. Das hat noch deutlichen Potenzialraum, das sollte man verbessern. Ging aber am Ende auch irgendwo okay. Überraschung war auch für mich, Kalajdzic Startelf, hatte ich auf der Bank erstmal gesetzt und auch Karasor schon auf der Bank und später ja auch reingekommen. Das auch überraschend, vielleicht haben sie da einen so ein bisschen verarscht mit diesem Thema von wegen, ja, guck mal, er muss erst reinkommen, vielleicht Richtung Länderspielpause. Dauerkartenplatz, heilige Scheiße. Ich konnte mir schon denken, wie ich sitze. Es ist ja nicht weit weg von dem, wie ich letzte Saison gesessen bin, trotzdem. Das wird ein paar Spiele dauern, bis ich mich daran gewöhne. Das ist ein geisteskranker Dauerkartenplatz, Alter. Stimmung war auch extrem heftig. Extrem heftige Stimmung. Trotz, klar, Haupttribüne ist nicht der Bereich, wo jetzt die Hauptstimmung rauskommt. Aber trotz dieser Lücke da, der Baustelle da, war die Stimmung wie als wäre normalerweise 60.000 im Stadion. Das war richtig, richtig stark. Wenn ich ja auch loben muss. Hat auch seine Fangesänge bekommen nach dem Spiel. Hochverdient. Florian Müller. Ich gönn's dem Jungen auch so dermaßen. Letzte Saison so oft durchaus auch manchmal einfach ein bisschen drüber gehatet wurde und heute eine bockstarke Leistung des 1:1 auch gehalten. Deswegen auch zum Spiel, zum 1:1 für mich hochverdientes Unentschieden. Zeitweise war da richtig was drin, gerade eben auch nach dem 1:1, Ende erste Halbzeit, auch Anfang zweite Halbzeit vor allem. Dann irgendwann, vor allem in Richtung Schlussphase, kam RB ran, die haben nochmal richtig Druck gemacht. Auch manchmal, ja, einfach sich reingeschmissen, ne? Reingeschmissen, Kampf, Leidenschaft gezeigt, sich das Ding verdient, auch verdient kein Gegentor mehr bekommen. Trotzdem mehr als das, also mehr als Unentschieden wäre auch vielleicht ein Ticken drüber gewesen. Deswegen finde ich, 1:1 geht genauso in Ordnung. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Hätte ich so ehrlich gesagt, auch wenn ich 1:1 getippt habe, nicht erwartet erstmal. Sehr krasses Ding gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jeder, der neu am Start ist, gerne ein Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal.